Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt's mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar nach langer Zeit endlich mal wieder ein Stadion-Vlog. Lionel Messi, mein Lieblingsspieler, seitdem ich so klein bin, kommt in meine Heimatstadt nach München. Paris gegen FC Bayern München. Ich nehme euch mit auf die Reise. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst jetzt schon mal ein Like da. Ihr kennt meine Stadion-Vlogs meistens eigentlich erst gegen Sommer. Jetzt kommt Messi aber schon etwas früher nach München und das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich glaube, dass es Bayern machen wird. Ich bin auch kein Fan von Paris, aber ich bin Messi-Fan und deswegen werde ich Messi auf jeden Fall die Daumen drücken. Ja, ich bin etwas nervös, muss ich sagen, weil ich glaube, dass es Messis letztes großes Spiel ist, was ich vielleicht live sehen werde. Das letzte Mal, dass er vielleicht auch nach München kommt. Ja, ich bin sehr aufgeregt und ich will gar nicht lang hier rumschnacken. Wir gehen rein. Let's go. Ab in die Allianz Arena. Vamos. So, Freunde, wir sind jetzt auf unseren Plätzen. Mitte. Optimale Sicht. Und es wird hier eine Choreografie später geben. Ich bin gespannt. Okay. Oh. Hier ist unsere Mannschaft, hier ist der deutsche Rekordmeister, hier ist der FC Bayern München. Wie sehr ich Messi liebe, gell? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, was geht bei den Paris-Fans ab? Junge, dieses Spiel ist so geisteskrank wichtig, auch für Paris. Die dürfen niemals im Achtelfinale der Champions League jetzt ausscheiden, sonst brennt der Baum bei denen. Ich glaube, das wissen die Fans halt auch. Die Kapitän, Kinyos, der Kapitän, mit der 6, Marco Berardi, die 7, Kylian Mbappé. Gänsehaut. Halbe Stunde gespielt, nicht viel passiert. Jetzt kommen die Fans ein bisschen. Musiala, überragende Aktion. Oh mein Gott. Ja! Was ist da gerade passiert? Ganz am Ballverlust. Was? Junge, Sommer, war Sommer, ich hab's gerade nicht gesehen, Sommer Ballverlust. Sommer ist ins Dribbling gegangen. Sommer geht ins Dribbling, verliert den Ball. Der Licht klärt auf der Linie, Hilfe. Messi wird ein bisschen älter, Leute, langsam. Diese Sprints, nicht mehr so seins. So, Halbzeit. 0-0. Ja. Ja, 0-0. Nicht so viel passiert. Ein paar Chancen. Messi und Mbappé. Kommt schon noch. Vor allem Messi, mein Löwe, mein Bär. Also bei Paris wird auf jeden Fall gewechselt zur Halbzeit, aber die müssen auch was machen. Der Typ kommt einfach für Mukiele rein. Was ist mit Mukiele jetzt? Junge, Mukiele hat 10 Minuten gespielt oder so. Safe auch verletzt. Ja. Und noch humorvoll mit dem Fehler.
Was das denn für eine Aktion, hä? Wie komisch ist das gerade? Hä? Ich verstehe nichts mehr hier. Jetzt auf jeden Fall warten. Abseits? Warte mal. Ref? Aber krankes Tor, Davis Hilfe, Muse Hilfe. Ja, aber was soll gewesen sein? Das war Abseits. Niemals Abseits, sag ich. Niemals. Was dauert da so lange jetzt aber? Was dauert so lange? Komm schon! Abseits! Einer freut sich dumm. Zuschauerzahl zum heutigen Rückspiel im Champions League Achtelfinale gegen Paris. Verratti verliert einfach den Ball im eigenen 16er. Ich hab's nicht mal auf Kamera drauf, weil ich nie gedacht hätte, dass da jetzt was passiert. Und jetzt diskutiert er mit dem Schiri. Aber verdient, muss man sagen. Verdiente Führung. Messi auf Ramos einfach. Das klingt so falsch. Bayern geht aus dem Spiel und zur Nummer 42, Jamal Musiala. Danke, Jamal. Super, Junge. Zehn Minuten noch. Und auch Paris, da muss jetzt was kommen. Da muss was kommen von Paris. Viel zu wenig. Mehr als Ramos Kopfwelle kommt auch nicht. This is over, Chat. This is over. Verdient. Absolut verdient. Ja, meine neuen Spielstand. FC Bayern. Paris. Wer weiß, ob er überhaupt noch. Junge, Musiala hat gerade Messi einfach nach dem Trikot gefragt. Musiala hat gerade Messi einfach nach dem Trikot gefragt. Und Messi meinte so in der Kabine. Ja, Freunde, das Ding ist over für Messi. Bisschen gebrochen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt irgendwann nochmal live sehen werde. In der Champions League, ob er überhaupt nochmal Champions League spielen wird. Das weiß man halt alles nicht. Das bricht mich gerade ein bisschen, aber man muss sagen, Bayern absolut verdient gewonnen. Paris katastrophal. Also wirklich, da kam gar nichts. Null. Von Messi kam null, von Mbappé kam null, von der ganzen Mannschaft. Verratti war bodenlos. Der Fehler, ich habe den Fehler nicht mal richtig drauf von Verratti, weil kein Mensch da normalen Fehler macht. Aber ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich bin echt ein bisschen frust. Ich glaube, man merkt mir das an. Aber ja, mal schauen, wer als nächstes nach München kommt. Vielleicht ja die Weißen aus Madrid. Ja, könnte sein, dass ich dann für Bayern bin, was? Freunde,
Macht es gut. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Ciao, ciao.